Hallöchen, ihr lieben Fatal Desire Explorer. Wir sind heute mit dem Fußbus unterwegs und zwar haben wir uns heute vorgenommen, eine kleine Wanderung zu machen. Also kleines relativ. Wir wollen ungefähr so 18 Kilometer laufen. Mit Komoot. Komoot leitet uns eine kleine Runde. Und ja, wieso wir das Ganze machen und ob wir das Ganze schaffen, das seht ihr natürlich in diesem Video. Ja, warum machen wir das Ganze? Also ein bisschen inspiriert hat mich Expedition Leben. Die haben ja in ihren letzten Videos den Mammutmarsch gemacht. Einmal 60 Kilometer und 100 Kilometer. Auf jeden Fall mega Respekt an die Mädels. Ich hätte auch Bock auf einen Mammutmarsch, aber ich würde kleiner anfangen. Ich würde erstmal bei 30 Kilometer anfangen. Und für alle, die nicht wissen, was der Mammutmarsch ist, das ist quasi ein Event. Also man hat einen bestimmten Tag, an dem man eben diesen Extremwandermarsch macht. Man startet mit ganz vielen Leuten an einem Punkt, macht dann halt seine Strecke, entweder 30, 60 oder 100 Kilometer und kommt dann halt eben später wieder so ins Ziel, auf den gleichen Startpunkt quasi. Es geht aber nicht darum, gegeneinander anzutreten, sondern einfach gegen sich selbst quasi und einfach diese Wahnsinnsstrecke zu Fuß zu schaffen. Ja, und nächstes Jahr würde ich eigentlich auch gerne mal mitmachen. Wie gesagt, erstmal so 30 Kilometer testweise. Und ja, schon mal ein bisschen so testen, was wir so drauf haben. Deswegen ja, machen wir heute mal die kleine Runde. 18 Kilometer ist, glaube ich, für den Anfang ganz okay. Ist jetzt nicht so, dass wir noch nie so weit gelaufen sind. Aber meistens war es halt über den ganzen Tag verteilt und dann war das Ganze auch immer so eine Wanderung. Ja. Also bei den ganzen Tag halt, wo man dann was angeguckt hat und besichtigt hat und so. Und heute laufen wir einfach mal bewusst die 18 Kilometer, halt eben auch in einem Terrain, den wir quasi kennen. Und ich versuche einfach ein paar coole Aufnahmen zu machen und werde berichten, ja, wie es uns dann so geht. Das Wetter ist auf jeden Fall an sich schon mal Bombe. Ich hatte mit Regen gerechnet, wir haben aber strahlenden Sonnenschein. Das Einzige, was jetzt ein bisschen krass ist, ist der Wind. Aber das kennt ihr ja schon von meinen Videos. Ich hoffe, man versteht mich auch. Weil immer, wenn ich was vorhabe, stürmt es einfach. Das kennt ihr ja schon. Von daher nichts Neues. Okay, 3,78 Kilometer. Okay, die Schritte, sieht man das? Ja, 5.264 habe ich. Ich denke, wieder ein bisschen andere Schritte. 6.000. Nee, 5.191. Ja, okay. Fast gleich. Er trägt die Uhr aber auch schon ein bisschen länger. Wir sind hier am alten Amphitheater in Birken. Bei den Römern. Und hier sind gerade Enten. Ich weiß nicht, ob man das hört. Und ein staatlicher Hahn. Und viele Tiere. Da sieht man die Tiere, ich hoffe es. GoPro ist nicht so toll, um Tiere ranzuzoomen. Man hat ja hier keinen Zoom. Aber da.
Und die da, die machen Krach. Krach machende Tiere. Ups. Warum unbedingt? Okay, also Durchschnitt ist ungefähr 5 km/h. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz okay. Das wäre auch das, was man, glaube ich, so bei Mammutmarsch laufen muss, um auf Zeit anzukommen. Also wir machen hier eine kleine Pause, wir essen einen Riegel. Wir haben übrigens nicht wirklich viel mitgenommen. Ich habe einen Pulli, der Kevin hat noch eine Regenjacke, falls es regnen sollte. Ist aber eigentlich nicht angesagt. Ja, und ansonsten ein paar Riegel und ein paar Nüsse haben wir mitgenommen. So als kleine Snacks und ein bisschen was zu trinken. Und das war es eigentlich auch schon. Aber wir essen jetzt einen Riegel, machen hier eine Pause. Und dann geht's gleich weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Pärchen geben. Die brüten hier irgendwo auf der Wisslicher Insel. Und mal gucken, ob wir die vielleicht zufällig sehen. Das wäre cool. Ich habe die eigentlich tatsächlich noch nie gesehen. Aber hier soll auch irgendwo laut Komoot ein Beobachtungspunkt sein für die Seeadler. Aber keine Ahnung. Mal gucken, ob wir heute Glück haben. Gefunden, die leben noch. Guckt richtig raus. Stufst du mal an? Oder ist die schon tot? Hm. Na, nee, die versteckt sich. Oder? Doch, jetzt ein bisschen zusammengezogen. Oh ja, doch. Doch, die leben noch. Die sind frisch und vital. So vital wie Muscheln nur sein können. Den Seeadler haben wir noch nicht entdeckt, aber einen voll coolen uralten Baum, wo es richtig reingeht. Das ist eine richtige Baumhöhle. Total cool. Könnte man theoretisch auch drin übernachten. Das scheint hier auch voll krass drin. Dreh mal kurz die Kamera. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich bin hier, stehe einfach komplett drin in der Höhle. Ultra cool. Richtig windgeschützt direkt hier drin. Coole Sache.
so schön auf den Deich gelatscht. Jetzt kommen aber da hinten Schafe und da geht es nicht mehr weiter. Und hier ist überall Zaun. Wir müssen jetzt irgendwie auf den Weg wieder runterkommen. Keine Ahnung, wie das dann klappen soll. Hinter mir sind ein Haufen Wildgänse und ein Dach. Jetzt gleich hier so langläufen, das ist so ein kleines Tor. Vielleicht ist da ja kein Strom drauf und vielleicht kommen wir da drüber geklettert. Das ist jetzt unsere einzige Chance eigentlich, oder? Ich glaube auch. Vielleicht ist das Tor sogar offen. Ich glaube zwar nicht, aber... Da drüber klettern geht, ja. Ja, wenn da kein Strom drauf ist. Hier ist eine Treppe, ich nehme die Treppe. Ja, dann läuft sie mal gut. Ja, da konnte man immer auf so Dinge zum Übersteigen. Aber wir sind nun mal nicht an der Nordsee. Die gibt sowas nicht. Ich glaube, hier ist auch noch nie ein Mensch lang gelaufen. Oder? Also außer der Schäfer oder so. Aber wenn dieses Tor da jetzt offen ist, ne, dann Halleluja. Wenn das zu ist, dann scheiß ja, dann klettern halt, ne? Die Pollschleuse. Stunde der Wahrheit. Es ist natürlich zu. Ja, das ist auch voll zugewachsen. Kommen wir jetzt hier rüber geklettert? Ich weiß nicht wie. Achso, für uns hier noch? Ja, aber wir können ja gar nicht rübersteigen, oder? Sollen wir hier rüberklettern? Einmal drüber und fertig. Wie im Sportunterricht damals. Ja, die kriegst du nicht auf. Ah, es ist doch kein Strom, nein. Nein, da ist kein Strom. 100%ig. Ja, 100%ig. Wir sollten da Strom. Ja, mach ruhig. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Du hast dein Handy voll vor. Wow, wird das ja schon rüberwerfen. Kann das aufhalten. Dann halt auch mal mein Handy. Ja. Oh Gott, das ist die lustigste Aufnahme. Gestrichelten Linien auf Komoot. Es kann sein, dass ihr nicht weiterkommt. Außer ihr wollt Abenteuer, dann folgt den gestrichelten Linien. Na los, komm! Komm! Wegen dir mussten wir gerade klettern. Wegen dir. Du bist es schuld. Du und du und du und du da hinten auch. Und du und ihr alle. Aber ihr seid süß. Also es ist okay, dass wir klettern mussten. Wir sind so bei fast 10 Kilometern ungefähr. Pi mal Daumen. Genau, wir machen jetzt eine kleine Trinkpause und essen ein paar Nüsse. Uns geht es soweit gut. Ich merke jetzt tatsächlich schon ein bisschen meinen Oberschenkeln, dass ich gelaufen bin. Aber es ist halt nichts Wildes. Es ist halt was ganz Normales. Ansonsten geht es uns soweit gut. Und ja, das Wetter ist weiterhin schön. Die Tour ist schön. Ja, also kurze Pause und dann geht's gleich weiter.
so, wir sind weiter auf der Suche nach freundlichen Kühen. Vielleicht sind diese Kühe hier freundlich. Bist du freundlich? Ja, sie greifen uns nicht an, also sind sie freundlich. Da gibt es noch mehr freundliche Kühe. Es gibt jetzt zwei Optionen, entweder die rennen jetzt alle auf einmal weg oder die sind freundlich. Oh, du guckst interessiert. Du mit dem Nasenpiercing. Du bist süß. Möchtest du eine Hand haben? Oder eine Nuss? Eine Orangensaft. Eine Orangensaft. Ich glaube, der ist nicht gut für dich. Möchtest du Gras haben? Ich glaube, die Kuh möchte Gras haben. Können wir dir Gras bieten? Ich habe köstliches Gras. Das ist garantiert köstlicher als das, was du auf der Wiese hast. Ich glaube, sie ist nicht überzeugt. Bist du ein Graskandidat? Du guckst zwar schüchtern und scheu, aber du könntest Gras von mir bekommen. Ich glaube, ich bin keine Kuhflüsterin. Ich wollte hier Gras haben. Bist du eine freundliche Kuh? Lässt du dich anfassen? Oh ja, sie lässt sich anfassen. Sie sieht eher aus, als ob sie mich essen würde, aber na gut. Oh, eine freundliche Kuh. Ih, schleimig. Kühe, die eine GoPro fressen möchten. Oh, diese Kuh möchte auch eine GoPro fressen. Oh ja. Das sieht wieder sehr gemütlich aus. Guck mal, die mögen aber echt alle die GoPro. Wollen alle dran riechen. Und einmal drüber lecken mit der leckeren Kuhzunge. Ja, wollt ihr alle? Oh. Ich habe Kuhnutenaufnahmen, die sind einfach nur süß. Ja? Ja. Oh Gott. Einfach nur süß. Jetzt bestimmt noch so zwei oder so ungefähr. Und ja, soweit eigentlich alles in Ordnung. War ein erfolgreicher Test. Also meine Oberschenkel merke ich halt schon. Bin gespannt, ob ich morgen die Muskelkarte haben werde oder so. Aber ist halt alles noch voll im grünen Bereich. Der Kevin hat gar nichts. Der könnte auch die 100 Kilometer knacken heute. Ja, aber ich glaube 30 Kilometer wären schon drin, weil wenn ich müsste, würde ich jetzt auch weiterlaufen. Also ist jetzt halt nichts Dramatisches. Und wenn man ab und an mal so eine Runde läuft, ein bisschen übt, dann wird das, glaube ich, kein Problem sein. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Warum lasst du mich schon wieder aus? Ein Daumen nach oben ist wichtig. Unterschätze nie den Daumen nach oben. Ja, sag doch nichts. Na also. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo da lassen. Lach mich jetzt wieder nicht aus. Du hast mich nämlich nicht abonniert. Nicht so wie meine anderen Zuschauer. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Thank you.